Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Heute geht's weiter mit der Story und wir müssen hier anscheinend ein Storchwerk hoch. Warum rede ich so komisch? Storchwerk, genau. So, und ich sehe gerade, dass wir hier noch eine offene Quest haben. Ich schätze mal, Revelio, dass das mit diesen Münzen, mit den Kugeln von der einen Mitschülerin zu tun hat. Moment. Akir. Könnten die Kugeln eventuell hier rumfliegen? Wobei er sagt ja nicht, ich sollte hier auf jeden Fall mal nach den Kugeln von blablabliblubliblubliblub suchen. So heißt sie. Wait. Was haben wir hier für eine Quest? Oho. Deke? Ah, Deke ist so froh, Sie zu sehen. Deke ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Deke hat sowas schon mal gesehen. Deke nennt es einen Schnappsack. Ich hoffe, ich hatte mich gerade gemutet, Leute. Ich muss mein Mikro richten. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Warum? Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Deke auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Deke zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Ja, schwierig. Schwieriges Thema. Kommen Sie mit. Tiere in Gefangenschaft sind besser dran als in der Freiheit. Weiß nicht. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Deke, wenn Sie bereit sind. Finde ich eigentlich nicht gut. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Deke liebt Ausflüge. Ob er dann irgendwann mal Diktator ist, wenn er die Macht ergreift? Haha. Hey, aber Zoos sind auf jeden Fall nicht cool. Meine, kann man es war eine dunkle Zeit in Deeks Leben. Deke diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Lass die doch einfach hier rumchillen. Die sind direkt an Hogwarts dran. Wir sind da. Wenn man die hier nicht schützen kann, wie denn Deke sonst? Deke liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. What? Wow, sorry. Ach so. Ja. Jetzt. Hey, die sind alle weg. Komm und schnapp sie dir, Pokémon! Jetzt ist alles. Ja, Glückwunsch, du hast ihn aus der Freiheit in den. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und. Nun, Deke weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Deke ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Deke empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen?
Deek weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deek hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Okay. Deek wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Okay. Muss kurz niesen, glaube ich, gleich, oder? Noch geht's. Janni. Okay. Ich habe euch und vor allem euer Gehör gerettet gerade. Nee, aber Zoos sind halt einfach nicht cool, weil du kannst halt schlecht wild lebende Tiere einsperren und sagen, jo, das ist jetzt genug Platz für dich, dieses kleine Gehege oder dieser kleine Sack, den er hier jetzt gerade nutzt. Also, das ist einfach nicht cool. Aber es ist nur ein Spiel. Trotzdem. Hallo, Deek. Machen wir weiter? Ja, gut. Deek hatte schon Sorge, dass sie ein Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deek hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Das ist eine smarte Idee. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück. Deek wird hier warten. Als hätte ich es gewusst. Levioso. Ich hab dich gerettet. Sei froh, dass ich dich gerettet habe. Ruhig. Ich tu dir nichts. Mhm. Oh je. So, gehen wir rüber. Ich habe einen Jobberknoll gerettet. Deek hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Deek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Deek trifft sie dort. Okay. Erstmal wieder Besen rausholen. Hallo, Deek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Deek wartet auf ihre Rückkehr. Ich versuche dich doch nur zu retten. Komm schon, ich will doch nur helfen. Ja, genau, er sagt es sogar, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz ruhig, Revelio. Da ist eine Kiste. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Mhm. Deek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Deek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Ja. Ob die in dieser Tasche auch tanzen können? Man weiß es nicht. Wo ist eigentlich die nächste Quest hier? Gehen wir mal zum Raum der Wünsche. Let's go.
sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten Sie gedacht? Nanu? Sie haben es geschafft! Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Das Essen. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Okay, das ist krass. Wow. Okay, eventuell ist das tatsächlich eine schöne Umgebung. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sie auch geschützt sind, durchaus. Wo sind wir, Deke? Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Okay. Dick glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dick auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien, wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dick ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Ich kann mal ganz kurz. Ach, ich kann hier nicht mit dem Besen fliegen. Mich interessiert halt, wie groß das hier allgemein ist. Ich hätte halt trotzdem gesagt, lass sie einfach mal in ihrer Komfortzone, aber ja. Sammle ein Knuddelmuffhaar. Oh, hallo. Tiere sind so toll. Ich sag auch einfach, wie es ist. Es klingt immer super, super negativ, so eine Sache, so eine nach so einer sehr, ja, wie soll man sagen, nihilistischen Ansicht vielleicht, also nach so einer sehr menschenverneinenden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Tiere deutlich größer als Menschen. Tiere sind halt toll. Ich habe magische Materialien gesammelt, Dick. Dick kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden.
Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deek glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Muss eigentlich kaum stärker werden, aber okay. Achso, beschwöre. Das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger gerade. Ja, nehmen wir. Okay, füge einem Kleidungsstück eine Eigenschaft hinzu, verbessere ein Kleidungsstück. Oha, okay, krass. Okay, ich hab's jetzt noch nicht angeschaut, gerade was da stand, aber... Verbesserung anzeigen. Ganz kurz. Das haben wir zum Beispiel an. 53, 52, 55, 9, 64. Okay, haben wir. Und jetzt noch eine Eigenschaft. Das hat 55. Eigenschaften betrachten. Ah, okay. Ganz kurz, dann kann ich... Weil das hat 64, da werde ich safe. Okay, ups, würde ich mal sagen. Ich habe das aus Versehen... Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich Deek zeigen. Ich habe da aus Versehen, glaube ich, irgendwas gemacht. Oha, extravaganter Hut. Nein, jetzt haben wir direkt am Kopf irgendwas anderes, was noch krasser ist. Oder was? Gesichtsbekleidung? Ah nee, Gesicht ist nicht Kopf. Okay, cool. Also bevor jetzt jemand lacht, ja, ich weiß, in der Realität ist auch Gesicht nicht Kopf, aber man weiß ja nie, wie es bei Rollenspielen genau gedingst wird hier, eingeteilt wird. Da, Kopfbekleidung. 71. Komme ich aber erst mit Level 23 freigeschaltet. Na super. Why? Na gut, ich bin bald Level 23. Da ist Deek. Ich habe den Webstuhl benutzt, Deek. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, seltene ja, Tiere. Indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Deek ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Cool, danke. Danke für deine Hilfe, Deek. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Ja, ich guck mal. Nächster Auftrag. Verfolgen. What? I am verwirrt. Also, das ist krass. Weltkarte. What? Okay, das ist krass. Das geht super, super weit schon, wo wir da fortschreiten müssen. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ich weiß, das ist ja komplett im Süden. Eine Prüfung Merlins. Rebellion. Was machen wir bei der Prüfung Merlins jetzt? Oh.
Ich hätte jetzt gedacht, dass das mit Merlins Prüfung zusammenhängt. Aber inwiefern? Was muss ich da machen? Das ist halt das Problem, was man hin und wieder dann halt einfach hat, ne, bei den Sachen hier. Excalibur, Confringo, Incendio. Was haben wir hier denn? Gruselig. Leute, ich habe da ein paar Freunde mitgebracht. Ah, kurz vor Level 23. Schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Was verkaufen Sie hier? Nee, was kaufst Wonach du? Wonach suchen wir heute? Weirde Maske. Wieder was nicht identifiziertes, krass. Danke. Danke für den Besuch. Ich weiß das. Wow. Okay, wait. Bitte nicht ins Wasser fallen. Ich weiß gar nicht mehr, was mir das für Vorteile gebracht hat, die Merlin-Prüfung. Egal, man macht's einfach mal, wenn man's sieht und nimmt's mit. Revelio. Wow. Das war ein Revelio Maximus. Leerer quadratischer Rahmen. Nice. Genau das wollte ich. Was haben wir hier für Gegner? Nur ein paar Hunde. Lassen wir sie in Ruhe. Was haben wir hier? Das sind so drei extreme Totenköpfe. Was ist das? Nee, nicht das Schatzgewölbe. Der Grimm? Let's go. Wo? Oder unten?
Let's go. Wanted der Dude. Incendio! Protego! Warte. Stufo! Stufo! Arresto Moment! Stufo! Bei wann? Ah, schade. Nice, das hat geklappt. So, let's go. Incendio. Nicht identifizierter Gegenstand, Hals. Nice. Jo. Dave? Revelio. Will keine Hunde angreifen, auch Dave. Erledigt erstmal den Grimm. Was? Ah, okay. Einmal drumherum fliegen. Kurz überlegt, ob ich ihn mitnehme, aber nee. Oh, warte mal, da ist irgendwas. Hogwarts hat Glück, dass es seine Schutzzauber hat, wenn du mich... Das wirst du bitter bereuen. Ich habe neulich ein Niffler-Junges verhindert. Zentrum! Sehr freundlich. Protego! Nimmst du vor mir! Das reines! Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Ist richtig. Revelio. Jetzt Schlussbetränke sammeln. Doxy Eye. Diese von Wilderern zum Gebrauch in Zaubertränken gestohlenen schwarzen Eier stammen von einer Doxy. Das ist ein magisches Tierwesen, das manchmal mit einer Fee verwechselt wird. Okay. Sehr kompliziert geschriebener Satz. Hm? Kräuterkunde 1, Sammlung aktualisiert. So, Malvenkraut erstmal hier. Welch angenehme Überraschung. Total. Reveal. Hm, Reparo. Oh. Alohomora. Freuen wir den Kleinen. Und packen ihn in unsere Tasche. Nee. Let's go, Fupa. Reparo? Reparo. Revelio. Natürlich nicht der einzige. Da ist noch einer und dann wird es noch einen dritten geben. Ah. Reparo. Da ist er. Merkensprüfungen kriegen mich nicht klein.
Am besten schlägt man im Dunkeln zu. Es ist, als ob die Natur selbst einen Schleier bietet. Revelio! Mal schauen, was da... Protego, du Punkt. Jetzt ist es besser. Protego, Teniam, komm, bringt uns. Incendio. Hallo, Homora. Öffne es doch einfach. Nice one. So, weiter geht's. Bam bam padam bam 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 padam bam bam bam. Ich fände es eigentlich auch cool, Schnellreisepunkte auf dem Weg dahin freizuschalten, aber bis jetzt habe ich manche übersehen und wir könnten nach Irondale. Sehr schön, da haben wir einen dann. Oha. Revelio. Sieht interessant aus. Juwelenbrosche. Diese wunderschöne Brosche stellt einen magischen Vogel dar. Welche Vogelart genau, ist unklar, aber manche glauben, es handele sich um einen der Vögel der mittelalterlichen irischen Druidin Cliodna, die die Kranken in den Schlaf sang. Ich tat einfach so, als hätte jemand Excalibur auf mich gewirkt. Ja, Stufe 1 Stoß. Hallo, Homora. Sehr schön. Let's go. Revelio. Oh, die Tür war sogar offen, oder was? Lol. Man kann nie. Oh, da ist ein Sidequest. Das muss zu etwas Großem führen. Weil hier müsste auch noch mehr in Prüfung sein, oder? Mit diesen ganzen Kugeln. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Oh, ich habe kein Malvenkraut. Hm. Wird mir vielleicht beim Händler verkauft. Let's go. Revelio. Das ist mal gerade eine richtig schlechte Framerate gewesen. Holy moly. Wieso denn das? Hallo, Homora. Ah, beide Schlösser. Revelio. Gehen gleichzeitig auf. Okay, okay, okay. Beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich alle drei dann. Mein Vater hat früher seine selbstgemachten Lenkdrachen verzaubert, damit sie ums Haus fliegen. Es war magisch. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, hallo. Ich bin Porrick Haggerty und das ist mein Geschäft. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde Sie gerne etwas über Ihren Laden fragen. Sicher, immer doch. Was würden Sie gerne wissen? Nur, was du verkaufst eigentlich. Was verkaufen Sie hier? Warum war das nochmal als extra Frage aufgelistet? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Oh. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Finde ich halt cool, weil da muss ich die nicht fangen. Ein echter Glücksfall, dass Sie heute hier waren. Oh, Level 23 habe ich schon. Nice.
Danke dir. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Leider kein Malvenkraut gehabt. Okay, ganz kurz. Ausrüstung? Nee. Kopfbedeckung? Let's go. Erscheinungsbild? Nichts. Halsbekleidung? Haben wir theoretisch zwei? Ja, gut. Und Talente. Dunkle Künste. Sounds good. Arresto Momentum vielleicht einfach häufiger verwenden. Let's go. Faszinierend. Verzeihung, Madam. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Althea Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Mhm. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Okay. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Gute Kamera. Mein Mann Gravel meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Revelio. Was haben wir denn hier? Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ja. Könnte man machen. Oha. Hm. Stufe 2 Schloss. Dann gehen wir da mal rüber. Let's go. Ach, schon wieder eine Merlin-Prüfung. Alter. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, und ich habe nur kein dämliches Malvenkraut. Warum bindet man so Dinge immer an so random Sachen? Weißt du, Prüfung von Merlin. Der hat doch sicher auch nicht gesagt, ja, ich finde erstmal die Malvenkraut-Dinger hier. Okay, ja. Revelio. Vasen-Ding, ja. Warum sind hier nur so viele Vasen? Das ist Rätsel, oder? Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Alle kaputt machen ist ein Rätsel, okay. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Also das Rätsel ist Vandalismus. Oder die Lösung vom Rätsel. Oh, hallo. Alles gut, ich fange dich nicht. Revelio. Ich habe es gleich geschafft. Oh, nur noch eine Vase. Okay. What? Und jetzt steht Tupac... Das war's. Kann Tupac auferstehen ich und... Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Und was? Kampfarena-Start. Okay. Okay.
What? Okay. Wellenmodus. Bis ich dead bin oder was? Gefindung! Entfernung! Konfrinto! Inzent! Protego! Das hat man sicher bis London gespürt. Kann man den Wellenmodus auch abbrechen? Incendio, Confringo. Expelliar, Protego. Stufo, Defendo. Expelliarmus!
Findus! Konfrinkt! Expelliarm! Entspann dich, mein großer Freund. Letzte Welle, okay, let's go, let's go, let's go. Konfrinkt! Expelliarm! In Zentrum! Konfrinkt! Flugzeug! Alter, das hat gedauert. Zum Hochland. Nee, nee, keine Herausforderung. Also das Kampfsystem ist halt jetzt nicht unbedingt das anspruchsvollste, finde ich. Es ist halt, ja, kann man machen, aber brauche ich nicht unbedingt einen auf Kampf ausgelegten Modus. Sieht recht dunkel. Revelio. Hm? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Das ist schön für dich.
Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte. Jo. Sad. Sad Story. Werte Damen und Herren, aber heute würde ich sagen, haben wir alles erledigt. Also, wir sind demnächst bei Sebastian. Wir werden da einen kleinen Umweg hier über die drei verschiedenen Schnellreisestationen machen. Oh, Imelda Reyes, da hätte ich auch mit ihr sprechen können. Gut, das können wir auf dem Rückweg vielleicht machen. Also, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, wenn dem so ist. Lasst gerne noch oben ein Abo raushauen, beim nächsten Video dabei sein und gerne auch mal jemanden weiterempfehlen, den Kanal, wenn ihr sagt, jo, ich mag den Dave. Vielleicht sollte ihn noch jemand anderes sehen. Danke.